Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück zu Let's Play Prison Architect. Ja, wie man sieht, ist es wieder soweit. Und der Wahnsinn geht weiter. Ja, gut, ich würde mal sagen, dass wir direkt loslegen und mal vielleicht hier noch einen Workshop hinbauen. Das müsste ich mir aber doch überlegen, weil ja, ist halt nicht so. Ja, ist halt nicht so. Manchmal nicht so gut, ne? Weil desto mehr Workshop, desto mehr Waffen und, ja. Gefahren kommen ihm wieder dazu. Und das wollen wir natürlich nicht, nicht? Aber wir werden jetzt hier erstmal schön die Bäume pflanzen, bis darum geht nicht mehr. Und dann ist das auch schon richtig wieder so. So, der Gärtner hat hier wieder seine Lebensaufgabe. Und ja, ich würde doch noch jemanden hier patrouillieren lassen. Ganz gerne, weil naja, ist halt irgendwie so ein bisschen ein Muss, ne? So. So. Natürlich muss der nur, da nur einer patrouillieren. Und dann würde ich doch mal sagen, so, 13.400, wie letzte Mal. Das ist ja ziemlich erstaunlich, dass wir immer das gleiche Geld bekommen. Wirklich. Ziemlich erstaunlich. Aber naja, wir bauen hier mal noch die Visitor Tables oder die Visitor Tables bauen wir doch mal aus, damit die schön poschen, ne? Das können wir eigentlich wegmachen. Können wir alles wegmachen, weil das geht irgendwie nicht weg. Naja. Da, jetzt sieht das wieder normal aus. Ich habe mich ja letzte Folge darüber beschwert, dass das so komisch aussieht. Oder habe mich gewundert, nicht beschwert. Beschwert ist ein bisschen übertrieben. Aber ich habe mich gewundert. Und jetzt kenne ich den Grund. Mein Gott. Jetzt kenne ich den Grund. Alter, jetzt habe ich auf einmal Schluck auf. Da entschuldige ich mich. Hui, das geht ganz schön ab. So, die patrouillieren hier schön. Und ich denke, ich werde mal einen Hund einstellen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich da drauf Bock. Aber die brauchen auch erst einen Raum. Und diesen werden wir jetzt 5x5. 1, 2, 3. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Das passt doch. Und da muss nur ein Hundekäfig rein. Gut, dann werden wir diesen Wunsch doch erfüllen. Dem Guten. Und werden jetzt erstmal da Strom reinlegen. So, und dann werden wir, da ist der Hundekäfig, jetzt muss ich natürlich gucken eben, wo, in welche Richtung, weil das sieht irgendwie so ein bisschen komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Keine Ahnung, in welche Richtung das sein muss. Moment, ich setze das nochmal neu, dann ist das eigentlich immer in die richtige Richtung. Dann habe ich Pech gehabt, wenn habe ich Pech gehabt. So. Da wird auch schon der Hundekäfig hingebracht und installiert. Und da war doch die richtige Seite. So, jetzt werden wir da Kennel hinmachen. Werden da die Planungssachen wegmachen. Und werden dann mal das Ganze.
Oh, guck mal, drei Leute sind jetzt gerade gegangen. Und werden jetzt mal hier ein Hundehändler, eine K9-Unit engagieren. Wie teuer war der? 100 pro Tag, ne? Ja. Ja, gut. Dann werde ich dann mal Dog Patrol. Den werde ich dann immer mal. Puh, to assign guards to patrols. Click on exit. Existing Patrol Square. Jetzt ist natürlich die Frage, wo lasse ich den herlaufen? Das ist eine gute Frage. Und zwar werde ich wahrscheinlich hier so immer durch die Küche, ne? Upsala. Dann werde ich hier so, so hier. Und dann werde ich hier so einmal hoch. Hier. Gut, oh gut. Das ist aber ganz schön groß. So. Ja. Werde ich einmal hier durchgehen. Und ja. Okay. Dann soll er mal losgehen, der gute Hund, nicht? Und mal gucken, ob das so alles läuft, nicht? Mal gucken, ob das alles so läuft, wie ich das haben will. Aber ich werde das dann doch mal ändern, weil. Nein, werde ich nicht ändern. Okay. Jetzt geht der da auf einmal nicht mehr her. Okay, das ist ziemlich komisch. Aber okay. Dann werde ich das mal wieder wegmachen, weil das war dann ja unnötig, wenn ich das jetzt noch so hier bestehen lassen würde. Deswegen werde ich das mal schön wieder wegmachen. Wenn die da sowieso nur patrouillieren, dann ist das ja egal. Ah, und der Hund, der schnüffelt dann jetzt auch so Sachen, die andere, die Metalldetektoren nicht schnüffeln können. Ne? Ah, guck mal, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Und dann werden wir jetzt mal hier die Bäume abreißen, damit die in der zweiten Schicht, glaube ich, ist das schon. Die zweite Schicht, oder? Ja, dass sie in der zweiten Schicht noch ein paar Bäume haben, die die schön abpflanzen und abholzen können. Und naja. So. Dann macht mal hinne, du. Dann macht mal hinne. Guck mal, der schnüffelt da ja alles durch, du. Er schnüffelt alles durch. Das ist ja nice, so. Das ist ja richtig nice. Am besten wäre, wenn ich den einfach hier so immer durchschnüffeln lasse. Aber das geht wahrscheinlich auch nicht. Ich lasse den mal hier. Was passiert denn, wenn ich den da reinlasse? Okay. Also mit dem kann ich auch jede Zelle durchgehen. Das ist ziemlich nice. Das ist ziemlich nice. Der riecht dann wahrscheinlich nur so, ja, po ja, halt so Gift halt, ne? Wahrscheinlich, denke ich jetzt mal. Also könnte ich mir jetzt so denken. Aber ich denke, ich werde ihr das doch nochmal wegmachen. Und werde ihn. Nur immer da laufen lassen. Also immer wahrscheinlich hier den Gang. Ich weiß nicht so genau. Das ist natürlich jetzt strategisch. Da muss man das jetzt mal so ein bisschen überlegen. Das kann gut sein, dass. Naja. Hallo?
Autosaving, okay. So, ich denke, ich lasse den einfach mal immer hier so ein bisschen. So. Dann soll er mal daher patrouillieren. Ich denke, das ist ganz okay. Da laufen die nämlich jeden Tag durch. Also das ist ganz gut da. Oh, naja, okay. Jetzt ist Schlafenszeit und wir brauchen unbedingt mehr Prisoner. Wir haben nur noch die Hälfte, die wir annehmen können. Das ist ziemlich wenig, wenn ihr mich fragt. Deswegen werde ich mal schön 14 Stück aufnehmen. Und wir haben nämlich auch nur noch einen Cashflow von 314. Was ziemlich wenig ist. Aber naja. Sind auch schon wieder... Nee, ja doch, da ist schon wieder einer weniger. Das heißt, wieder ein bisschen mehr, weniger Geld. Das ist schlecht. Das ist schlecht. So, da 3070 für so ein paar schöne Dinger. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel die jetzt bekommen für... Für Holz, weil das war ja jetzt nicht so viel. Wahrscheinlich nur so, ja, 2600. Okay, das ist ja nicht sehr viel. So, kann ich denn hier noch... Ich denke, ich baue mal... Ich leiste mir... Also, ich leiste mir das mal so... 4000 dafür. Und ich denke, ich werde hier ein Power Switch... Beziehungsweise hier. Nee. Ich werde... jetzt ist die Frage, ne? Ich glaube, ich werde hier einen Power Switch einsetzen. Ja. Obwohl, Moment. Ich werde das so machen. Und dann werde ich... das hier so machen. Ja, dann nicht so wichtig. Dann werde ich hier ein Power Switch hinmachen. So. Dann kann ich den nämlich, da kann ich dann immer, wenn ich ein bisschen zu Strom zu viel habe, oder Strom verbraucht, dann kann ich einfach Switch off. Switch. Ja, genau. Dann geht hier das Licht aus. Und dann habe ich hier so ein bisschen die Kontrolle, den Strom abzusenken. Dann könnte ich eigentlich sogar auch hier einen hinmachen. Das wäre dann auch nicht so wichtig. Ja, gut. Ich könnte hier einen hinmachen. Da wäre schon wieder schlecht. Wo würde es denn noch gehen? Ja, das Problem ist, ich will das nicht so einfach mitten drauf ballern, ne? Das möchte ich dann auch schon gut einteilen. Könnte hier eigentlich nur einer hin, denke ich. Ist auch ein ganz guter Platz. Obwohl, ja, das bringt jetzt nicht so viel, ne? Da könnte ich eigentlich in einem Zellenblock ausschalten dann. Jo, das mache ich. Ich werde hier so drin, ja. Da werde ich dann so einen kleinen Mini-Raum reinbauen, der für Stuff Only ist. So. Und dann werde ich da den Power Switch hinmachen. Ich glaube nämlich, dass sie das, die Insassen selber machen können. Und das wäre natürlich nicht so gut. Das wäre natürlich nicht so gut. So, und dann werden wir Utilities. Utilities. Ja, so machen. So. Und so. Und werden die hier abbauen. So. Gut. Das sieht gut aus.
Das sieht sehr gut aus. Jetzt haben die natürlich jetzt erst keinen Strom hier. Natürlich nicht so gut. Aber ich denke, das sollte okay sein für die. So, haben die wieder Licht. Und jetzt werde ich hier da den Power Switch hinmachen. Am besten hier so, dann sieht das schöner aus. Und dann denke ich, das sieht auch ganz gut aus eigentlich. Also das gefällt mir ziemlich gut. Und jetzt sollte eigentlich, oh, Messer gefunden. Das ist ja nicht so toll. Ich werde hier mal ein bisschen abholzen. So. Damit die wieder ein bisschen Holz haben. So. Man muss natürlich immer gewappnet sein für solche Dinge. Ja. Das muss natürlich sein. So. Es wird alles schön gestapelt und dann sollen die das mal da hinbringen, du. Ich brauche Geld. Perfekt. Das ist gut, das gefällt mir mit dem Hund. Das ist war eine gute Anschaffung. Das war eine sehr gute Anschaffung. Und naja. Und der muss mal richtig ein ab sein. Und jetzt hat er da hingeschissen. Bah, das hat ekelhaft. Und da wurden Zigaretten gefunden. Auch schön. Und warum fehlen da Laundry Baskets? Weil die alle irgendwie unterwegs sind. Oder die es nicht mehr gibt. Wo sind denn die? Da steht einer. Warum bringt ihr die nicht hin? Wieder. Das gibt's doch nicht. Wird natürlich den Eingang. Kann ich eigentlich mal eben das hier auch wegmachen. Demolish Walls. So. Und warum haben die da jetzt kein Laundry Basket mehr? Das ist doch eine Unverschämtheit. Da muss ich die wohl immer wieder neu bauen. So. Oh oh. Keiner wurde was. Nichts gefunden? Oh, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. So. Ich werde mal den Rest hier auch niederfällen. Fallen. Und werde dann auch noch ein paar Bäume nachpflanzen für den nächsten Tag. Beziehungsweise, ja gut, für den nächsten Tag hört sich so komisch an. Halt für den nächsten Tag. So, das war wieder falsch platziert. Ja, wieder falsch platziert. So, so und so. Ja, komm schon, hier, bla, so. Na. Upsala. So, so. Das ist dann für morgen. Dich sound für morgen. Dich sound für morgen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche da echt mehr Tische eigentlich, aber irgendwie geht das nicht. Das lohnt sich nicht. So, ich werde da mal einen neuen Tisch, glaube ich, hinbauen. Da werde ich mal 4500 investieren. Oh yeah. Der macht sogar ein Geräusch. Das hört sich aber eher an wie so ein... Naja, wie so ein... Wie soll ich sagen? Oh oh, da hat er Drogen bei sich. Nicht gut, nicht gut. Oh, Strom. Strom brauchen die. Stimmt ja, die brauchen Strom. Aber ich
Ich glaube, jetzt sollte es jetzt angebunden sein. Wenn das jetzt fertig ist. Ja, perfekt. Dann brauche ich das gar nicht. Dann brauche ich das gar nicht. So. Da geht das auch schon wieder weg. Da kann ich auch wieder dann Bäume hinpflanzen. Das wird natürlich teuer da, aber okay. Ich bin mal jetzt gespannt auf den nächsten Bezahltag, Payday. Und was macht der da? Okay. So. Warum macht er das? Ah. Der soll putzen. Ja. So, aber das ist eigentlich ziemlich gut gelöst hier mit den Türen. Das ist ziemlich gut. Das gefällt mir wirklich. Und das lasse ich auf jeden Fall so. Wie viel habe ich bekommen? 3050. Das ist ja ziemlich viel, wirklich. Ah. Ah, ich weiß nicht, wofür ich das überhaupt mache. Aber ich brauche Geld, ich brauche Geld. So ist das nun mal. So ist das nun mal. Da, 17.000. Das ist so, das ist Geld, ja. So, ich kann neue Bäume pflanzen. Hab ja jetzt wieder das Geld. Schala. So. So. Schala, so. Ja. Ich bin der Baumkönig. Boah, wenn das im echten Leben so einfach wäre, ne? Mal eben so durch ein paar Bäume Geld verdienen, so. Investierst mal so 500% und kriegst das Doppelte wieder zurück, ja. 500, was laber ich hier? Du investierst 5.000 und kriegst dann mal so 100% wieder zurück, nicht? Das wäre natürlich ziemlich awesome. Awesome. Das wäre ziemlich awesome. Da kann ich alles haben. Gut, ich würde dann mal sagen, ich mach mal auf. Rip, gute Nacht. Wie viel macht er denn so? Gucken wir jetzt mal ganz genau. Das macht schon einen Balken. Das ist schon ziemlich viel. In Notstand kann das schon viel bringen. Das sage ich euch. Das kann schon echt viel bringen in Notstand. Aber okay. Ich würde sagen, das war's wieder für heute mit dieser Folge von Prison Architect. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, schreibt es in die Kommentare und lasst doch, wenn ihr wollt, eine Bewertung da. Daumen hoch oder Daumen runter. Würde mich freuen und ich würde dann mal sagen... Julio.